Pest oder Cholera, ne? Boah, ist das busy hier, ey. Aber jetzt ja warten. Mal so, den Kaffee, den habe ich mega stark gemacht. Da klappen sich mir die Zehennägel hoch, ey. Ja, 5 nach 8, wie ihr seht. Mein Fahrrad ist wieder gepackt, ich kann wieder starten. Mein mega heavy Kaffee habe ich verschlungen. Ich rauche jetzt noch kurz eine, dann fahre ich los. Und zwar irgendwie zur nächsten Tankstelle, wo ich mir noch ein paar Doubles hole und ja, ein Mini-Frühstück dann reinziehe. Also ein bisschen essen will ich morgens doch. Ja, ich habe schon wieder T-Shirt und so an und kurze Hose, weil das ist warm. 20 Grad, das ist echt der Hammer. Und heute Nacht war das auch nicht kälter. Der Eindruck, dass ich gefroren habe, war dann wohl doch irgendwie eher falsch. Kalt war sowieso nie, wenn dann frisch. Ingo V aus D. so viel zum Thema Fröstel. An der Stelle will ich auch mal Dank sagen an Manuel, an Sascha und an Amon, dass ihr euch so schön beteiligt habt hier an dieser Reise. Die anderen auch, die haben auch Kommentare abgegeben, zwar über meine Berichterstattung bei Facebook, die da immer so ein bisschen mitgefiebert haben, weil die zum Teil auch die Strecken selber gefahren sind und wissen, was ich hier durchmache, obwohl bei vielen war wahrscheinlich auch ein Verdrängungsprozess dabei, falls ich über euch geschimpft haben sollte. Ne? Bitte nicht böse sein, ja, aber die Frust muss irgendwo raus. Ja, dann bin ich ungerecht. Wenn ich unter Druck stehe und Frust habe, dann werde ich ungerecht. Nicht schön. Gerade gesehen, muss mein Handy gleich aufladen. Jo, ich gehe jetzt weiter und zwar auf die letzte etwas größere Etappe. Ich schätze so 30, 40 Kilometer. Vielleicht noch weniger, ich weiß es nicht. Das war zum Ramadan. Ramazan wohnt in meinem Ort, in meinem Wohnort und sobald ich auf ihn treffe, erzähle ich dann noch mehr zu ihm. Ja? Der macht nämlich hier Urlaub in Antalya, gar nicht weit weg vom Flughafen. So, ich muss jetzt nach Antalya rein, ich muss durch Antalya durch, muss am Flughafen vorbei zum Hotel von Ramazan und mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Das ist dann wirklich die letztere größere Etappe, weil vom Hotel dann zum Ramazan, ach zum Ramazan, zum Flughafen morgen ist dann hoffentlich nicht mehr so weit und da will ich ja frühzeitig an. Noch ein kurzer Gedanke, den ich gerade beim Fahrradpacken hatte. Ich sehe hier hinten die Regenjacke, ja, die war auch für den Arsch, dass ich die mitgenommen habe. Aber besser so als anders, ne? Weil hätte ja mal sein können. So, ich glaube, gehe ich noch zum Barbier hier in der Türkei. Ich glaube wohl. Boah, wie gut, dass ich Klopapier mitgenommen habe, ne? Aber ihr seht schon, die Rolle ist fast leer. Der Kaffee, der hat jetzt gerade getrieben. Boah, 5:45, nee, das war 11:45. Ja, gehört dazu, ne? So, es ist 8:30, geht zurück auf den stressigen Highway, Landstraße wollte ich sagen, und in die wahrscheinlich noch viel stressigere Stadt Antalya. Ja, klar, Großstadt, ne? Auf geht's! Ihr seht, geht immer noch ein bisschen wackelig zu, ne? Aber egal. Ja, netter kleiner Yachthafen. Da ganz hinten, da in der Bucht, da habe ich übernachtet heute Nacht. Jo, immer noch Berglein. Da hinten seht ihr Antalya. Jo. So, womöglich habe ich jetzt gerade den letzten Anstieg hier geschafft. Dann geht es runter nach Antalya. Ich werde euch mitnehmen auf die kleine Abfahrt. Ein bisschen nervt ist diese Spurrille hier. Also die wechseln nach rechts und links und ich muss eigentlich links davon fahren. Rechts davon ist ein bisschen eng und links habe ich den Straßenverkehr. Scheiße. Ja, Pest oder Cholera, ne? Boah, ist das busy hier, ey. Aber jetzt ja warten. Okay. Frühstücken. Ach, gerade mal 5 Kilometer. Egal, hab Zeit. So, aus der Richtung bin ich gekommen. Ja, Tankstelle, ne? Guckt euch das an. Ein Sitzplatz und schon wieder hungrige Katzen. Nervt mich nicht, ne, wenn ich jetzt esse. Geht woanders hin, ich hab nichts. Frühstück zu Hause vorbei. War ein Sandwich, mein berühmtes wieder und ein Kakao.
Ein Sandwich habe ich noch und einen anderen Kakao habe ich auch noch. Kommt bestimmt in der nächsten Pause oder so. Wollen wir jetzt gleich mal, weil ich ja erst 5 Kilometer gefahren bin, jetzt in Antalya reinfahren. Das wird busy, aber irgendwie komme ich schon durch, oder? Ich auch frage, wo die Iraner geblieben sind. Da muss ich weit hinter mir sein. Naja, bestimmt morgen erst in Antalya ankommen oder so. Hatte gehofft, die vielleicht nochmal zu sehen, aber die Hoffnung stirbte zuletzt. Aber ich glaube nicht dran. Übrigens ist es jetzt schon 9:30 Uhr, furchtbar warm. Fühlt sich so an, 21 Grad. So, jetzt gucke ich erstmal 9:30 Uhr, wie ich am besten hier durch Antalya durchkomme. Ob ich weiter in die Hauptstraße fahre oder irgendwo am Meeresstrand entlang. Mal gucken. Ich fahre dann doch eher Strand entlang, weil wenn ich die Hauptstraße weiterfahre, dann fahre ich den Flughafen ganz außen rum und komme von der eigentlichen Route ab. Also gleich rechts abbiegen, richtig Strand. Ja, hätte ich viel mehr Zeit gehabt, dann, also noch 1-2 Tage, dann wäre ich jetzt noch nach Sidi durchgefahren, hin und zurück. An den alten Urlaubsorten Asala, aber das kann ich hier natürlich jetzt vergessen, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe ja nur noch heute und morgen. Morgen um 18 Uhr sollte ich schon am Flughafen sein. So, und jetzt hier biege ich rechts ab. Schauen wir mal, wo es dann hingeht, ne? Ja, die Stadt. Du hast gesagt, nee, der Strand ist verdammt breit ausgebaut, die Straße hier. Und längst nicht so bisschen wie die Hauptstraße. Ich habe optimale Reisebedingungen, lecker warm, der Wind weht gut, so richtig Sommerluft. Mann, ich hab einen Kracher, ey. Ich will auch filmen und sprechen. Ja, ich bin noch nicht im Zentrum, aber ich bewege mich drauf zu. Aber schon ganz nett. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal links halten. Nee. Weil genau geradeaus ist das Meer und rechts rum würde ich entgegenfahren. Also muss ich mich links halten. Ich glaube, hier ist der Caravan-Park, den ich gestern auf der Straße gesehen habe. Oh, ich hätte zelten können. Naja, was soll's. So ist auch gewesen. War relativ gut. Wow, schön. Hammer. Herrlich. Boah, so groß Antalya. Da hinten geht's noch weiter um die Kurve. Wow. Da ist dann auch irgendwo der Flughafen. Ja, schick hier. Ja, hier ist natürlich Strand angesagt, ne? Hier kann man wunderschön fahren. Boah, die schwimmen schon. Hier kann man wunderschön fahren. Fast ein eigener Fahrradweg hier. Schön. Da ist ein eigener Fahrradweg. Hammer. Ja, das wollte ich haben. Scheinbar bin ich nicht der Einzige, der hier Fahrrad fährt. Ja, cool. Ich hoffe, das bleibt so entlang des Strandes. Noch besser, ey. Danke, Türkei, für die blauen Radwege. Mehr davon. Könnte sich lohnen. Du wirst gleich hier noch mehr Fahrrad fahren. Oh, wunderschön. Was habe ich jetzt so hier für Antalya nicht erwartet. Also zumindest so die Fahrtstrecke. Und gut, dass ich jetzt den Strand entlang gefahren bin. Ich habe nichts dagegen, wenn der Radweg durch ganz Antalya so durchgehen würde. Cool. Ja, so enden die letzten Kilometer hier doch ganz tröstlich, ne? Da hinten ist Antalya City. Jo. Oh, da kommt einer entgegen. Aufpasse, aufpasse. Herrlich. Ganz viele Spaziergänger. Ja, die genießen die Morgensonne. Recht haben sie. Bin ich in Florida oder in Antalya? Ein bisschen Florida-Gefühl hier. Hammer, viele Jogger und so. Ah, ich bin doch in der Türkei. Ich glaube mal, in Florida würden eher keine Fahnen hängen. Ja,
Hotels, 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 Hotels. Strand, 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 Strand. Café, Café, Café. Fisch, 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 Fisch. Ja, Türkei. Oder besser gesagt, Italia. So, gleich mache ich Pause. Ich hoffe noch am Strand und nicht in der Innenstadt. Wow, bin ich sogar ganz, ganz, ganz am Strand. Hey, herrlich. Mal, wo ich jetzt in genau 1 Kilometer meine Pause mache. Da hinten noch eine kleine Felswand. Und Antalya City. Heute schon 10 Kilometer durch Antalya und ich bin immer noch nicht im Zentrum. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, diesen Fels da hinten, den muss ich gleich irgendwie erklimmen. Anders komme ich nicht raus. Hier endet der Fahrradweg auch schon. Oh, hier der schöne Strand, guckt euch das an. Ja, da hinten ist das Stadtzentrum von Antalya. Irre, ne? So groß ist Antalya. Aus diesen Bergen da, da bin ich rausgekommen. Irgendwo da ganz hinten habe ich übernachtet. Wie witzig die Vorstellung, ey. Ja, echt schön, schöner Park hier auch. So sieht der größte Teil hier dieser Umgebung aus. Alles wunderschön. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier mein Päuschen mache. Gelb? Gelb. Ist ja schön. Hinten ist der Fels, den ich gleich hoch muss. Das heißt, türkische Fahne und? Tuna, bist du da? Eher nicht. Die machen es richtig. Die trinken Chai mit einem schönen kleinen Baum im Schatten. Herrlich. Ja, diesen hübschen kleinen Berg muss ich jetzt hochfahren. Wow. Um so nach Antalya Town zu kommen, nämlich dahin. Ja, nochmal einen Blick zurück auf den Strand. Wow, der hat in sich, der Aufstieg hier. Aber von hier aus habe ich einen geilen Blick. Erstens auf Antalya. Zweitens auf diesen genialen Strand mit den Bergen im Hintergrund. Hammer. Ach ja, da hinten war ich, da bin ich gekommen, ey. Irre. So, ich bin am höchsten Punkt. Jetzt habe ich einen sauberen Blick von oben. Von ganz oben hier auf diesen irren Strand. Ja, da steht einer, der macht natürlich nicht frei. Ist logisch. So falsch habe ich dann gar nicht gelegen mit Fortuna Düsseldorf. Also Fußball sitzt schon, aber Antalyaspor, da muss ich weiter lang. Ja, da komme ich her. Junge, Junge, ganz schön warm, 26 Grad, ey. Und das um 10:30 Uhr. Boah, manche fahren hier rechts auf den Gleisen, aber ich bleib lieber auf dem Asphalt, ey, ist mir sicherer. Boah, das hat mir einen Rumpelweg ausgesucht, ey. Guck mir, ich kann schnell wieder auf die Straße hier kommen links. Schrecklich, aber ich muss über die Bahn schieben. Scheiße, schwer.